Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Daily hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, es geht ein bisschen, es ist schon ein bisschen windig. Ja, ihr habt gesehen, wir waren ein bisschen baden. Ich weiß nicht, ob wir da auch schon viele Aufnahmen gemacht haben oder nicht, ob wir auf dem Weg dorthin. Ja, wir haben gefrühstückt hier draußen und jetzt wollen wir Mittagessen. Ich habe euch wieder meine Projekte mit dabei, die ich euch zeigen möchte, die ich gemacht habe. Gestern habe ich ja das Paar Socken beendet. Das sind zwei Paar Socken. Ja. Die habe ich gehäkelt aus Wulpedia-Garn. Unten in meiner Videobeschreibung findet ihr für Wulpedia auch einen Rabattlink. Den könnt ihr gerne nutzen, wenn ihr das wollt. Ja. Das sind spezielle Sockengarne, entweder Verlauf oder meliert. Und ich habe daraus Socken gehäkelt, Hexagonsocken. Die Anleitung findet ihr auf meinem anderen Kanal. Das ist ein fertiges Projekt. Ich freue mich. Das erste im Urlaub, das fertige. Und heute häkle ich den ganzen Tag, habt ihr ja schon ein bisschen gesehen, die Aufnahme, an meinem Kleid. Cremetörtchen. Die Bobble heißt auch Cremetörtchen und das Kleid wird ein Maxi-Kleid. Ja, soweit bin ich. Ich habe 1500 Meter als Bobble. Ja. Und es wird jetzt nach dem. Was ist das? Kurkuma wird es jetzt pink. Und dann kommen nochmal Brauntöne. Mal gucken, ob ich die brauche. Das Kleid selber findet ihr denn, wenn es mal irgendwann fertig ist, auf meinem anderen Kanal. Und man beginnt hier oben zu häkeln. Hier fehlen jetzt noch die Träger. Und dann gibt es so Kreuzbindung, nämlich einmal hier unter dem Arm. Also es fängt hier an der Träger, überkreuzt sich, geht hier unter dem Arm weiter und überkreuzt sich nochmal zu einer Schleife. Das hatte ich mir jetzt gedacht, dass ich das so mache. Ja, zur Not kann man das aber auch noch verbinden, dass das hier drin ist. Oder man macht hier unten generell noch eine Schnüre und eine kleine, das kann man auch machen. Da lasse ich mich überraschen. Jetzt gucke ich erstmal, dass es ein Maxi-Kleid wird. Gerne bodenlang. Mal gucken, ob ich so lange durchhalte. Und Muster ist es auf jeden Fall schön durcheinander. Es wird wieder ein Mandala-Muster und ich freue mich. Ich finde das immer am schönsten. Okay, der Stand von jetzt. Jetzt kippe ich mir Tee ein und warte, dass das Mittagessen fertig ist. Ich werde nämlich verwöhnt, ich kriege das Mittagessen. Diesmal gekocht, ich zeige es euch dann. Ja, das ist mein Mittagessen. Es gibt Spirellis mit Tomatensauce, Kräuterpesto, denke ich mal. Das muss ich gleich nachher fragen. Ja, und nochmal eine Kanne grünen Tee. Ja, sehr schön. So I am hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So, meine Lieben, wir haben Fußbad
Nummer 3. Es ist jetzt Nummer 3. Wir waren heute zweimal beendet. Es ist immer sehr erfrischend, tatsächlich. Es ist erschreckend, wie kalt das ist. Okay, damit beende ich den Daily für heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Mal gucken. Morgen geht's zur Wohnung. Genau. Also ihr Lieben, nicht vergessen, Däumchen, Kommentare und Abos. Und bis morgen. Ciao, ciao.